Einen wunderschönen guten Tag hier zurück auf der Bindelbach zu einer neuen Runde LS15 und dem Silageballen sammeln. Ich habe jetzt mal schnell meinen Tempomaten hier auf 20 km/h. 25 könnten wir mit dem Hänger fahren, das möchte ich jetzt aber eigentlich nicht, weil dann brennen wir hier wie Geistesgestörte über das Feld drüber und das muss jetzt auch nicht sein. Deswegen machen wir das jetzt hier mit schönen gemütlichen 20 km/h. Das reicht auch vollkommen aus, um hier eben diese Ballen hier aufzuladen. So. Ups. Ja, vor allem wenn wir hier so kurvig hin und her fahren. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich die Arbeitsbreite. Okay, das geht noch. Ja, ich habe ja bei dem Hänger die Arbeitsbreite ein bisschen runtergesetzt, weil mir der in dem zu großen Bereich die Ballen aufgenommen hat. Also normalerweise hätte er jetzt rechts von uns auch noch den Ballen aufgenommen. Und das war mir einfach zu weit. Und ja, Realismus ist bei dem Hänger zwar eh ein Fremdwort, aber man muss es ja nicht übertreiben. Und in dem Fall war das dann zu viel des Guten. So, wir sind voll, 18 Ballen. So, jetzt wird es nämlich echt spannend, wo wir die hin tun. Ich glaube, wir lagern die jetzt einfach mal so ganz blöd am Hof irgendwo hin. Denn ich habe im Moment echt keinen so richtigen Plan, wo ich sie dann schlussendlich lagern werde. Aber ich glaube, dass wir die nochmal umstellen mit dem Frontlader. Oder dann mit einem Teleskoplader, je nachdem. Werden wir die schön irgendwo einlagern. So, ich stelle die jetzt erstmal hier ab. Das sollte eigentlich ganz gut passen. Vielleicht lassen wir sie dann auch da stehen. Grundsätzlich würden sie jetzt in dem Fall an der Stelle nicht mal stören. Die Schüttgrosche. Ja, bei der Schüttgrosche bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, ob ich die an der Stelle lasse oder ob ich sie vielleicht auf die linke Seite, also an die, an den Kuhstall dran setze. Das weiß ich noch nicht so ganz genau. Also da ist immer noch, hab noch so ein paar Ideen auf der Map vor und von dem her ist auch das noch nicht final. Wobei bei dem Teil ist halt der Vorteil, dass ich das Ding einfach versetzen kann und da jetzt nicht viel kaputt geht dabei sozusagen. Bei irgendwelchen größeren Flächen ändern ist es natürlich dann schon wieder schwieriger, wegen den Wachstumszuständen von Gras oder vom Gras oder von den Gewächsen eben. Und da komme ich teilweise nicht aus mit Änderungen, dass ich dann zum Schluss nämlich einen neuen Spielstand anfangen muss, weil eben die Wachstumszustände dann nicht mehr passen. Und das will ich eigentlich so gut es geht noch vermeiden. Das, ja, aber wie gesagt, okay, das wird jetzt, das ist jetzt auf jeden Fall eigentlich zu viel hier vom Platzverbrauch her. Was man natürlich machen könnte, da wo jetzt die Fahrzeuge drin stehen, in den beiden braunen Flächen da, dass man da hinten dran nur eine kleine Mauer mit Kollision hinstellt, dass die Ballen nicht ins Feld reinrollen und dass man da dann zumindest die Silageballen lagert, denn die haben ja jetzt nicht das Problem mit Feuchtigkeit oder irgendwas, die können ja draußen gelagert werden. So, jetzt habe ich nur hier Silage, Gras, gut, die, genau, automatisch laden ist an und, hallo, nimmst du den auf oder nimmst du den nicht auf, oder habe ich einen Meter, habe ich Meter 50er Ballen, ne, Meter 30 auch nicht, oder gibt es da extra nochmal, es gibt extra Heu, okay, alles klar, gut. Naja, ich weiß, ich bin zu schnell gefahren, deswegen Tempomat wieder rein, Display aus und auf geht's. Ja, aber wie wir sehen,
sehen wir, dass es richtig flott geht mit dem Ladewagen hier, das Ganze zusammenzusammeln. Da werden wir jetzt auch einen Anhänger, fahren wir mal hoch zum Haupthof. Den zweiten Hänger werden wir dann zu den Schafen mal hinstellen, dass die auch Gras haben, sofern wir dann eben auch Schafe haben. Das dauert noch ein bisschen. Aber wir können ja schon mal vorarbeiten. Das geht ja. So, Ballen, Ballen und nochmal Ballen. Ja, ein bisschen kreuz und quer hier fahren, macht eigentlich auch nichts. So, ja, Heuballen sind gar nicht so wenig geworden. Würde ich jetzt fast mal behaupten, aber ja, das ist auch ganz gut so, denn Silage haben wir ja auch noch in normaler Form am Hof liegen. Also die Silage braucht man jetzt, oder die Silageballen braucht man jetzt eigentlich gar nicht von vornherein. Ich glaube, ich lagere jetzt mal eine Ladung Heu. Die schmeißen wir, glaube ich, hier in den Unterstand rein dabei. Ich muss halt jetzt nur mir gut merken, wo ich was hingestellt habe, dass wenn ich was ändere an der Karte, dass ich gegebenenfalls erstmal hier das Zeug wegschaffe und dann dementsprechend die umgebaute Map mit reinlade. So, das schaut ganz gut aus. Oh, okay. War ein bisschen weit hinten. Jetzt haut's da die Ballen rum. Gut, aber grundsätzlich stehen sie mal halbwegs sauber da drinnen. Auch wenn sie gerade rumgeworfen werden. Aber das kriegen wir alles. So. Ja, die Felder habe ich noch nicht gekauft. Also alles, was ich da so erzählt habe, zwecks Felderkauf, Offscreen. Weil das muss ich ja irgendwie gegenrechnen. Da wir ja doch das ein oder andere Feld schon bearbeitet haben. Ich nehme halt jetzt nur die Felder wieder in unseren Besitz mit rein, die ich auch wirklich schon bearbeitet habe. Das heißt eben, wo wir schon neu angesät haben, die anderen Felder, ich glaube, wir haben bis jetzt, haben wir die eine gedüngt überhaupt? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich muss mal dann über die Felder schauen nach der Aufnahmegeschichte hier und mal abchecken, wo was wie fehlt oder noch gemacht werden muss. Aber ja, das mache ich dann offscreen, da, beziehungsweise oder vielleicht auch mit euch. Mal schauen, bringe ich die jetzt echt zu den Schafen? Eigentlich ist es für die Katz. Können wir auch erstmal hier in den Unterstand rein tun, weil Schafe ist bei mir immer so die Geschichte, dass ich die ja sehr, sehr spät immer erst mache irgendwie. Was halt auch noch so eine Sache wäre, was ich ganz gut machen würde, ein Palettenkollektor bei den Schafen, dann wird das Ganze wieder sinnvoll, wenn man halt einfach so 10 Paletten oder so abwarten kann. Und dann erst, und dann erst abfahren muss. Ah, jetzt haut's die halt durch Sonne und Mond wieder. So, okay. Naja, schön ist was anderes, sauber aufgeschlichtet auch. Aber sie liegen auf jeden Fall mal trocken. Das ist jetzt so für mich gerade das Wichtigste. Jetzt mache ich nur schnell hier, weil es liegt nämlich noch ein Silageballen auf dem Feld, aber den holen wir jetzt einfach schnell noch. Und ja, dann haben wir es eh schon wieder geschafft hier mit dieser ganzen Grünlandarbeit. Das geht doch recht zügig von der Hand, muss ich sagen. Silage, zack, genau, fertig. B wieder ausschalten. Und ja, mit der nötigen Technik, geht das Ganze echt gut von der Hand.
Ja, ich bin echt am Überlegen, ob ich einfach den Stall hier 180 Grad drehe. Dann könnte ich nämlich die Kühe rein und rauslaufen lassen. Das können wir uns jetzt mal schnell zusammen anschauen. Jetzt würde mich nur mal eins interessieren, wenn ich jetzt da hier daneben fahre und dann auf M. Nee, ich will eigentlich, genau. Und dann hier auf O. Okay, das war jetzt nicht so cool eigentlich. Ah, shit. Und das auch nicht. Eieiei, okay. Gut, dann lassen wir das dabei so liegen. Ich räume das dann mal. In einer der nächsten Folgen könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, werden wir hier aufräumen. So, ja, mein Plan für diese Karte wäre, kann man das hier aufmachen? Nee, kann man nicht. Okay, das ist natürlich blöd, dass man das nicht öffnen kann. Und zwar, normalerweise wäre dieses Tor hier. Ach, da kommt bloß keine HUD-Anzeige. Wenn man dieses Tor hier rausbauen würde und dann den Hof, den Stall, nicht den Hof, kann man da wirklich nicht aufmachen? Ja, doch, kann man schon. Rolltor öffnen. Okay, also da ist der Milchtank und dann ist wahrscheinlich auch hier irgendwo der Milchtrigger. Geht die auch komplett auf? Bäh. Hallo, Hilfe, Hilfe. So. Kann man die echt nur halb öffnen? Das ist natürlich blöd. Okay, machen wir hier mal wieder die Tür zu. Brauchen wir jetzt nicht. Die können wir die öffnen? Ja, können wir öffnen. Ah, okay. Hier ist die Steuereinheit. Ja, und zwar, ich würde nämlich gerne hier eigentlich diese ganzen Kühe hier, die ja eigentlich Bullen sind und oder? Eigentlich seid ihr doch Bullen. Ja, ihr seid Bullen. Mal kurz auf den Pillermann geschaut. Ja, eigentlich wäre das ja dann hier die Zucht und nicht die Milchgeschichte. Deswegen wäre jetzt eben mein Plan, dass man den ganzen Hof hier umdreht. Was natürlich blöd ist, weil die ganze Milchproduktion da vorne. Jetzt hänge ich hier auch noch fest. Die ganze Milchgeschichte hier vorne am Eck ist, das bringt natürlich echt sehr, sehr wenig, weil die würde dann auch im Feld drin stehen. Das heißt, ich muss mir doch noch mal etwas größere Ideen um die ganze Hofthematik hier machen. Denn dann wird es vielleicht auch so kommen, dass man den Stall 90 Grad drehen und so hier in den Bereich hier hinstellen. Ja, ist alles nicht so einfach, ne? Also, das ist halt schon ganz cool von den Details her. Muss man ihm zugute halten. Das hat er schon echt gut gemacht hier mit dem Kanal und der geht dann eben hier in. Hat sogar eine Animation. Hey, siehst du mal, hier läuft ganz schön viel Gülle raus. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus, oder? Okay. Einmal hier switchen. Ja, das ist gerade so die Überlegung, dass man das Ganze hier ein bisschen, ja, bisschen offener gestaltet, dass man hier vom Hof her das Ganze ein bisschen sinnvoller gestaltet. Muss ich mir mal überlegen, schaue ich mir jetzt dann mal im Giants Editor an. Vielleicht werde ich da auch mal so ein bisschen Livestream machen, wenn ich das Ding umbaue. Muss ich mal gucken, ob ich mir da das Ganze antue. Und dann eben einen Livestream dazu mache. Jetzt wird mich noch eins interessieren. Ich habe nämlich hier die. Ja, die sind weg. Okay. Ich habe nämlich hier die Gülle und Mistflecken mal aus dem Feld raus. Ich hätte die gerne ein bisschen feiner strukturiert gehabt. Das ging aber irgendwie nicht. Da waren immer noch diese riesigen Mist- und Gülleflecken und ja, die waren nicht schön. Deswegen habe ich sie rausgeschmissen. Und ja, kommt vielleicht wieder, wenn ich es hinkriege, dass ich die feiner strukturiert hinkriege. So, ja, das mal. Ah, genau.
Ich wollte euch noch eins zeigen, das machen wir noch schnell. Und zwar bei den Schafen da drüben. Nachdem ja da ganz lustig, oder ja, nicht lustig, aber genau, hier waren ja Kälber drin gestanden, die habe ich auch rausgenommen, weil ja, am Schafstall dann die Kälber ist irgendwie ein Schmarrn. Das, ja, eigentlich habe ich hier noch diese die Wand hier rausgenommen. Jetzt habe ich nur festgestellt, da ist auch noch ein Glas drinnen, das muss ich auch noch rausnehmen, weil ich wollte eigentlich hier so ein bisschen eine Einfahrt machen, ja, um das Ding hier ein bisschen besser nutzen zu können als Unterstand oder ja, als Lager, dass man hier vielleicht dann auch ein paar Ballen reinstellen kann. Und ja, das Milchfass muss ich dann auch noch wegziehen, also hab noch ein bisschen was zu tun. Und ja, hier gibt es eben dann einmal die Gras, den Grasdrog und eben hier den Wasserdrog. Und da sieht man eben das Problem. Ich habe eigentlich im Giants Editor die Grastextur weggenommen, aber solange ich keinen neuen Spielstand hier starte, passiert da einfach nichts. Und ich glaube, ich muss das Ding ein bisschen kleiner machen, weil die Tränke fast zu groß ist vom Modell her. Also nur ein Ticken niedriger und von der Länge her passt es eigentlich. Genau, das war mal so die Geschichten, die ich jetzt geändert habe. Okay, hat man Sprungbrett. Kann man rausspringen. So. Was habe ich denn noch geändert? Irgendwas habe ich noch geändert, was mir gerade nicht einfällt. Ach, die Kleinigkeiten. Ja, gut. Die an den Feldrändern, dass man einfach Felder zusammenlegen kann. Aber ja, das seht ihr dann, wenn wir das Ganze machen. Ups. Und ja, bis wir das sehen, sage ich schon mal danke fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.